Herzlich willkommen am Stuttgarter Flughafen. In Kürze beginnt der Christopher Street Day, das Kulturfestival für Vielfalt, Respekt und Gleichberechtigung. Vom 13. bis zum 29. Juli sind jede Menge Aktionen geplant. Wir nehmen euch mit auf eine kleine Vorstellungsreise. Unsere Welt verändert sich. Die Gesellschaft ist im Wandel. Die großen Meilensteine der Gleichberechtigung, Eheöffnung, Adoptionsrecht, Wiedergutmachung und drittes Geschlecht dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch jede Menge Arbeit vor uns liegt. Der Blick in Gewaltstatistiken oder zu Hassverbrechen in Deutschland, aber auch in andere Länder, wo noch Verfolgung und Todesstrafe an der Tagesordnung sind, dürfen uns nicht ruhen lassen. Das sind nur einige Themen der Expedition VIA. Unzählige Organisationen, Vereine und Gruppen organisieren vom 13. bis zum 29. Juli jede Menge Veranstaltungen und Termine. Kultur und Kabarett, politische Diskussionen, Informationsabende, Gottesdienste, Ausstellungen und nächtliche Partyveranstaltungen sorgen für ein buntes Programm unserer Kulturtage. Die Fixpunkte sind dabei die offiziellen Veranstaltungen des CSD-Vereins, die wir euch jetzt näher vorstellen. Bevor das CSD-Kulturfestival so richtig Fahrt aufnimmt, gibt's einen großen Themenabend. Wir laden dazu am Dienstag, den 10. Juli, ins Stadtpalais, dem neuen Museum für Stuttgart. Und im Mittelpunkt dieses Abends steht, richtig, das diesjährige Motto Expedition VIA. Wir geben Antwort auf die Fragen, wozu brauchst du ein Motto, was steckt dahinter und was hat sich der CSD-Verein damit wohl gedacht? Nach dem Motto Themenabend kommt die Expedition VIA im Stuttgarter Rathaus an. Bei unserem offiziellen Empfang am Freitag, den 13. Juli, sprechen unter anderem Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn sowie unsere diesjährige Schirmfrau Judith Skudelny von der FDP ihre Grußworte. Wir selber positionieren nochmal natürlich das Motto und weisen auf alle wichtigen Termine der beginnenden Kulturtage vom 13. bis zum 29. Juli hin. Die Reden im großen Saal werden musikalisch umrahmt von Diana Baisch. Nach dem offiziellen Part im großen Sitzungssaal geht es dann im vierten Obergeschoss weiter mit Getränken zugunsten dem CSD-Verein und von der Stadt gesponserten Häppchen. Das Beste daran, die Veranstaltung ist für euch kostenfrei, der Eintritt ist frei und ihr braucht auch keine Einladung. Also seid dabei am CSD-Empfang 13.07. Die ein oder andere Etappe der Expedition VIA darf auch mal etwas entspannter sein. Beispielsweise die CSD-Eröffnungsgala am Freitag, den 20. Juli, hier im Friedrichsbau-Varieté auf dem Pragsattel. Fräulein Wommi Wonder führt durch einen bunten Abend mit Musik von der Metafiction Cabaret. Auf der Bühne stehen Martina Brandl, Spaß beiseite, La Mirage, Gautier Dance und der Cast von La Cage aux Folles. Im Rahmen des glamourösen Abends fällt der Startschuss für die letzte Etappe der Expedition VIA. Das Kulturfestival wird offiziell eröffnet. Dies tut traditionell die Schirmfrau, in diesem Jahr Judith Skudelny. Sie schneidet das Band durch und wird dabei unterstützt durch den Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Werner Wölfle. Tickets für diesen Abend gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 33 Euro sowie über die CSD-Website. Der Kauf einer Karte lohnt sich ganz besonders, denn wir verlosen mit Unterstützung von KLM zwei Tickets auf die Karibikinsel Aruba im Wert von 3.000 Euro. Nicht nur wegen dieser Geschichte lohnt es sich dabei zu sein, wir versprechen einen unterhaltsamen, einen kurzweiligen Abend mit der Expedition VIA. Die Expedition VIA macht einen Abstecher im Iran. Eigentlich beim traditionellen Kinoabend hier im Cinemax in der Liederhalle. Aber wir zeigen den Film Eine iranische Frau. Zwei Frauen, die sich durch Zufall kennenlernen. Eine trägt ein Geheimnis und wir werden in der anschließenden Diskussion gemeinsam darüber sprechen, warum denn Homosexualität im Iran noch unter Strafe steht und gleichzeitig geschlechtsangleichende Maßnahmen vom Staat bezahlt werden. Es verspricht ein spannender Abend zu werden, hier im Cinemax. Montag, 23.07. ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Höhepunkt unserer Expedition VIA ist natürlich die CSD-Politparade am Samstag, den 28. Juli ab 15.30 Uhr. Hier beginnt's am Erwin-Schöttle-Platz. Plus minus 90 Formationen,
5000 Teilnehmende im Zug und roundabout 200.000 Zuschauende am Straßenrand. Das sind die harten Fakten unserer Demonstration am 28.07. Der Paradelindwurm schlängelt sich vom Marienplatz im Stuttgarter Süden über die Tübinger Straße unter der Paulinenbrücke durch zum Rotebühlplatz, Eberhardstraße, Marktstraße, Münchstraße bis zum Karlsplatz. Dort wird abgesattelt und danach geht es mit der Kundgebung auf dem Schlossplatz weiter. Wichtiges Etappenziel nach der Politparade ist die Kundgebung hier auf dem Schlossplatz. Dort werden wir nochmal den prall gefüllten Forderungskoffer der Expedition Wir öffnen. Es wird darum gehen, was sich in unserer Gesellschaft nicht nur rechtlich, sondern auch in den Köpfen der Menschen ändern muss. Dazu werden wir in klaren Redebeiträgen, unter anderem von unserer Schirmfrau Judith Skudelny, formulieren, was uns wichtig ist und wie wir die Gesellschaft gemeinsam in Bewegung bringen. Letzte Station unserer gemeinsamen Expedition Wir ist die CSD Hockitze, das Straßenfest am 28. und 29. Juli auf Markt- und Schillerplatz. Der Abschluss bietet noch mal jede Menge Möglichkeiten für gemeinsame Exkursionen, beispielsweise auf dem Marktplatz mit der Kulturbühne, Musik und Bands, auf dem Schillerplatz die legendäre Open-Air-Disco und dazwischen jede Menge Informationsstände, wo es noch mal Details rund um das Motto Expedition Wir gibt. Wir freuen uns auf euch.